Hallo und herzlich willkommen zu einem Foodtalk. Heute mal wieder im Sitzen. Es war, glaube ich, noch nie im Sitzen. Ich musste sitzen. Es ist so warm draußen schon. Wir haben heute Donnerstag. Gestern kam kein Foodtalk. Ich habe momentan nur Termine. Heute habe ich nur heute Abend einen Termin und morgen gar keinen. Dieser Foodtalk wird gleich direkt hochgeladen, damit er online ist und ihr trotzdem noch einen Foodtalk habt. Denn ihr habt mich schon gefragt, wo eins bleibt. Vor allem bei Instagram. Ich habe die Kamera jetzt ein bisschen von oben. Nicht wundern wegen dem Strich hier. Das hier ist Schatten von dem Stuhl hier. Hier ist noch ein Stuhl. Und das hier kommt von den Stühlen hier, von den Rändern. Ihr wisst gar nicht, wie oft die schon darüber gestrichen haben. Und jetzt habe ich gesagt, nee, kein Bock mehr. Ja, Speiseplan gibt es nicht. Denn ihr wisst ja, ich koche, wenn Schule und Kita ist, nur am Wochenende, weil die Kinder schon warm in Nachmittagsbetreuung und Kindergarten essen, das lohnt sich für mich alleinig zu kochen. Ich mache mir dann, wenn ich mal Hunger habe, eine Stulle oder einen Joghurt mit Obst oder irgendwas oder esse mal auch gar nichts. Ich habe kein Problem, den halben Tag mal nichts zu essen. An einem Tag wird es nichts geben, ich will einen Ausflug machen. Ich weiß zwar noch nicht wohin, wir haben zwar schon Donnerstag, aber das werde ich dann einfach spontan nach Lust und Laune machen. Ja, und überlege ich gerade. Genau, an einem Tag gibt es Geschnetzeltes mit Kartoffeln. Zu den Geschnetzelten gibt es Sahnesoße. Und ich werde dazu Möhren kochen. Genau, Möhrengemüse. Viele haben gefragt, wie ich meine Sahnesoße mache. Ich muss sagen, ich mache das jedes Mal anders. Also meistens brate ich das Geschnetzelte an. Mal würzig ist vorher, mal nicht. Dann, wenn es gut angebraten ist, mache ich da Sahne rein, Gewürze, mal Kräuter. Ja, und das war es dann auch schon. Mehr passiert da mit der Soße nicht. Genau. Ich habe ausgegeben. Ich war bei Edeka. Es war auch spontan, dass ich einkaufe. Es war heute eigentlich gar nicht geplant. Ich dachte, ich gehe erst. Weiß ich nicht wann, aber der Kühlschrank ist so, so leer. Also wir haben da nur noch Tomaten in unserem Kühlschrank. Und ein bisschen Aufschnitt. Also ratzefatze leer. Ich habe 96,21 € ausgegeben. Ja, aber ich habe auch zwei Sachen geholt, die nichts mit Lebensmitteln zu tun haben, von der Schibo-Abteilung. Ja, aber trotzdem ist das eigentlich noch viel. Ja, Edeka, Alter. Ich fange mit der Füte hier an. Pack sie mal auf meinen Schuh. Tisch wackelt. Auf diesen Stuhl. Ich habe gekauft Chips, die waren im Angebot und schon Salzchips. Deswegen kamen Salzchips mit. Und dann, ich will jetzt mal kurz das Eis hier rausholen und in die Gefriertruhe tun, weil es ist echt warm. Es war Magnum im Angebot und da habe ich einfach so einen Mix mitgenommen. Ich glaube, da sind drei oder vier verschiedene Sorten. Klässlik, Almond, Weiß, Schokolade, Mandisch. Ja, sechs Stück sind da drin. Ich werde die kurz wegfrieren. So. Dann kam mit Bueno war im Angebot und ich liebe Bueno. Ich liebe beide Varianten, aber wenn sie weiße haben, nehme ich weiße mit. War im Angebot, wie gesagt. Dann habe ich für die Kids deren Trinkzimmer und Leon mitgenommen. Freuen sie sich nach Kita und OGS später. Ich sortiere gerade nochmal nach Küche und nicht Kühlschrank. Ja, dann Kinder Country war auch im Angebot. Kam mit. Ich weiß gar nicht, ob die Kinder-Quarantin mögen. Ja, und Joghurt. Es war Zopp-Sahne-Joghurt im Angebot. Da habe ich fünf Stück jetzt einfach mal mitgenommen. Verschiedene Sorten. Da war einmal Pfirsich-Maracuja. Esse ich sehr gerne. Erst irgendwie, nachdem ich Leon entbunden hatte, die hatten immer einen Pfirsich-Maracuja-Joghurt da. Und außerdem mag ich den einfach ganz normal. Vanille, Himbeer, Erdbeer, Vanille und Waldfrucht. Mal ein bisschen. Wir haben da auch nichts mehr. Also Joghurtfach ist leer. Zwei Vanillejoghurts, einfach die von Gut und Günstig. Die lieben die Kinder und es war keiner jetzt im Angebot, kein Pudding. Außer von Dani Sahne, diese kleinen Zweierpack-Dinger für 1 €. Aber da hole ich lieber die beim nächsten Mal, wenn wieder im Angebot ist. Die Kinder lieben den ja auch. Deswegen auch zweimal Schoko. Und einmal Schlagsahne für die Sahnesoße. Ja, erste Tüte ist leer. Kommen wir zum
Rucksack. Viele fragen immer, was für einen Rucksack ich nehme. Ich habe einen schlichten schwarzen Adidas Rucksack. Den hatte ich mal in so einem Outlet gekauft. In so einem Outlet-Laden. Genau. Ich habe einmal mitgenommen, Himbeeren, weil die für 1,99 im Angebot waren. Guck mal, wie sich später freuen. Schokobrötchen. Genau. Sind auch immer. Dann habe ich zwei Gurken mitgenommen. Ist die erste jetzt für 99 Cent, aber die sind richtig lang. Das hat sich zweideutig angehört. Dann von Chibo Socken. Maries Socken werden immer alle kleiner. Und sie trägt Größe 25, 26 und die gehen immer von 23 bis 26. Deswegen habe ich jetzt eine Nummer größer. Beim Waschen gehen die auch ja meistens noch ein kleines bisschen ein, wenn die dann im Trockner aus Versehen landen. Deswegen können uns die eigentlich auch mal angucken, was für Designs. Ah, nee, die sind zusammen. Da ist so ein Pin dran. Naja, fünf Paar Socken für 5,99 in der Schibo-Abteilung. So, unser Toast war im Angebot. Das kam mit Brot, habe ich am Montag gekauft. Weil das braucht man ganz dringend natürlich. Deswegen Brot brauchen wir nicht, haben wir noch da. Ja, ich habe Tomaten mitgenommen, die waren auch im Angebot bei Edeka. Und ich liebe es momentan, überall Tomate draufzulegen auf jedes Brot. Dann Bananen, nur drei Stück, weil die werden momentan nicht so gut gegessen. Noch eine Gurke. Die sind so glatt. Ich finde aber, die glatten schmecken nicht so gut, als wenn die Haut so ein bisschen gewellt ist. Ja. Toffifee war auch im Angebot, kam für 1 Euro auch eins mit. Paprika, drei Stück zum So-Snacken oder für den Salat. Mein Cappuccino. Ist auch fast leer. Zipperbeutel, 3 Liter, ganz wichtig, habe ich nicht mehr. Genau, ich muss später auch noch zum Netto. Ich brauche einmal Biobeutel, denn die hat nur die 120 Liter Biobeutel. Was soll ich mit 120 Liter Biobeutel? Ich brauche die Normalgröße. Und dann noch trinken für Marcel, weil das gibt es bei Edeka nicht. Das ist nämlich von der Eigenmarke vom Netto. Und eine Melone. Genau. Aber da wusste ich jetzt nicht, welche Marie wollte. Sie hat sich gewünscht, dass ich ihr eine Melone kaufe. Aber sie hat nicht gesagt, was für eine. Deswegen werde ich das mit ihr nach dem Kindergarten machen. Ja. Dann habe ich Geschnetzeltes gekauft. 238 Gramm. Die ist dafür extra nach hinten gegangen. Weil ich kriege Panik vor Wurst- und Käsetheken, ne? Ich habe immer Angst, dass ich das Falsche sage. Ich wollte 200 Gramm Geschnetzeltes, dann hat sie mir aufgezählt, Sachen, wo so Sachen bei sahen, so Paprika-Geschnetzeltes und noch zwei andere gab es. Habe ich gefragt, ob die das auch ohne Gewürze haben. Und das war eine Überwindung für mich. Ich weiß nicht, warum ich... Da ging mein Herzschlag extrem hoch, aber ich habe es mich getraut. Sie kam dann von hinten, dann dachte ich, komm, die 38 Gramm nehme ich jetzt mit. Ich habe bezahlt für 238 Gramm 2,64 Euro. Ja. Genau. Brauchen wir da fürs Essen. Dann habe ich diese Leggings mitgenommen für Marie. Von Chibo. Die sind richtig niedlich. Die kann ich euch ja zeigen. Eigentlich sind die für Jungs. Aber ganz ehrlich, ich finde, Mädchen können die auch tragen. Und die von Chibo haben eine echt gute Qualität. So. Die sind richtig süß. Davon gibt es auch Regenkleidung und Gummistiefel. Die waren so schön, aber keiner meiner Kinder braucht Gummistiefel. Und dann einfach eine schlichte, dunkelblaue. Ja. Habt ihr die überhaupt richtig gesehen? So. Wie gesagt, ich finde die von der Qualität echt gut. Die haben jetzt, glaube ich, 12,99 gekostet oder 11,99. Wo ist mein Kastenbon? Guck mal. Kurz. Aber ich muss sagen, ich hatte mit Chibo-Sachen noch nie Probleme. Egal, was ich von Chibo hatte. Ah, die Socken haben 8,99 gekostet. Das ist schon viel. Warte mal, waren das die Socken? Ja. Aber wo sind die Leggings? Ich suche kurz. Geht meine Uhr überhaupt? Ja, mein Timer läuft. Entschuldigung. 9,99 Euro. Da kann man nicht sagen, 5 Euro für eine Leggings. Also, ich bin mit der Qualität zufrieden. Genau. So, dann kam jetzt ein Roma-Salat. Ich weiß nicht, warum der einzeln verpackt war, aber der war im Angebot für 79 Cent. Genau.
Ich weiß nicht, ob wir noch einen brauchen bis zum nächsten Einkauf. Deswegen habe ich jetzt erstmal nur einen mitgenommen. Und ganz wichtig, Weintrauben. Ich hatte darauf vor ein paar Tagen extrem Lust, aber wir hatten keine da. So, jetzt kommen wir zum Trolley. Da sind meistens die schwersten Sachen drin. Vor allem unten. Und die größten. So. Aha, eine Packung Fruchtmus für Marie. Obwohl sie gar nicht gemeckert hat, dass wir die jetzt so lange nicht mehr haben. Da wird sie sich erst recht freuen. Zwei Pfirsiche, die sind echt groß. Aber das Kilo 3,99, also das tat schon ein bisschen weh, aber die sind lecker. Noch ist die Zeit, wo die verkauft werden, ne? Und, warte mal, Pfirsiche, Nektarinen, zwei Stück. Genau. Dann habe ich Radieschen mitgenommen, die waren auch im Angebot und ich liebe Radieschen. Entweder Margarine oder dünnen Frischkäse. Radieschen in Scheiben, dünne Scheiben schneiden, schön aufs Brot belegen, dann Pfeffer und Salz und richtig lecker. Ist einfach so eine Sommer-Kindheitserinnerung. Meine Mutter hat uns so Stullen gemacht. Ich weiß noch, wie sie im Wohnzimmer saß mit den Radieschen und dem Brot und der Margarine, Pfeffer und Salz. Und sie hat uns die gemacht. Ja, drei Kiwis. Marie steht total auf Kiwis momentan. Sie will immer, dass man ihr zwei Stück schneidet. Sie isst die grün immer. Ich schäle die immer ganz dünn mit einem Sparschäler. Schneide die Ecken natürlich vorher ab hier, diese Dings. Und das müssen immer zwei Stück sein. Es darf nicht eine oder drei sein. Genau, weil wir noch eine müssten wir haben. Oder war das jetzt eine Mango, die wir noch haben? Ups, naja. Haribo war im Angebot einmal Maries Lieblings. Dinger sind einfach die ganz normalen Goldbeeren, schlicht und einfach. Und wir haben nicht die Frische. Genau. Dann kam ein Pott Joghurt mit. Ja, lohnt sich immer am besten, finde ich. Da kann man sich perfekt immer was rausnehmen. Dann kam auch ein bisschen Aufschnitt mit. Einmal Salami. Ich wusste gar nicht, dass Edeka die in so einer Packung hat. Wir haben einen kleinen Dorf Edeka, ne? Das ist nochmal ein Unterschied zu größeren Edekas in der größeren Stadt. Finello, Ala Finello war im Angebot. Habe ich einmal mitgenommen, falls wir spontan Pizza machen. Putenbrust liebe ich momentan sehr auf dem Brot. Und einmal Bacon, eine Packung kam noch. Und am Wochenende gehen immer zwei weg. Wir sind vier Personen. Ja, damit sich nicht geprügelt wird, wie viel wer welche. Ist das Deutsch? Wie viel wer welche ist? Nee, wie viel. Wie viel wer ist. Gestreite gibt, zwei Packungen, reicht perfekt. Dann haben sie für 1 Euro Grießpudding im Angebot. Ich liebe das, das ist einfach auch Kindheitserinnerung. Vor allem mit einer Freundin hatte ich die immer. Da haben wir uns beide hier, da war jetzt immer so ein Topf geholt und die so gegessen. Ja, die waren glücklich. Hier sind ganz viele Zwetschen drin, also Pflaumen. Die sind auch für 1,99 das Kilo im Angebot. Und ich dachte, ich mache einen Blechkuchen, einen Streuselblechkuchen damit raus. Wir haben da so ein Rezept, so ein Basic-Rezept. Und wenn man möchte, kann man da Obst mit reinpacken. Der schmeckt auch extrem gut ohne Obst. Den haben wir tatsächlich mal aus einer Lillifee-Zeitschrift geholt, dieses Rezept. Und das ist so lecker. Ja, deswegen, dann werden wir das Rezept machen und dazu noch Dings tun. Ah, dafür brauche ich noch eine Sahne. Okay, ich habe noch eine Sahne da, wenn ich hole ich eine bei der Tugger. Hier sind die Möhren, das Geschnetzelte. Ich werde die so kochen und so auf den Teller legen. Ich werde die jetzt nicht mit in die Soße werfen. Ja, ich habe jetzt 5 Stück gekauft. Ich glaube, ich werde 3 kochen, weil die sind echt groß. Also war so groß wie mein Kopf an. Ich bin nicht groß. Und 2 werden wir zum Snacken nehmen. Falls ihr fragt, warum ich Tüten kaufe, ihr seht, alle Tüten, die ich hier habe, sind offen. Ich nehme die mal für meinen Mülleimer im Badezimmer. Also, Win-Win-Situation, ne? So, dann für Marcel einmal Baguettes, weil der hat manchmal Hunger abends. Und damit er sich nicht jedes Mal was bestellt, kann er sich dann die machen. Muss ja nicht sein.
Dann Drillinge Kartoffeln werde ich zu den Geschnetzelten machen. Ja. Ich mag Geschnetzeltes mit Kartoffeln und Sahne so noch nicht wirklich. Dann habe ich mir ein bisschen zerknittert. Für nächste Woche schon meinen Prospekt mitgenommen. Ich habe das Gefühl, jetzt hätten wir am Montag, weil ich heute einkaufen war, einen Donnerstag. Und dann Energy. Er war nicht im Angebot, aber ich habe so Lust drauf. So. Ich liebe ihn. Viele mögen ihn nicht. Was mich aber wundert, weil der immer am schnellsten ausverkauft ist. Entschuldigung. Musste sein. Beefy war im Angebot. Und wir brauchen noch Salami-Sticks. Habe ich mitgenommen. Meine Stimme geht weg. Dann Fassbrause. Mango nehme ich ja öfters mit. Maracuja oder Mango, je nachdem, was man da hat. Zwei Stück. Für den Garten ist es echt geil, Garten zu sitzen und sich das dann abends zu gönnen. Heute Abend schaffe ich das leider nicht, weil ich zum Elternabend muss. Aber, meine Nase juckt. Es gibt ja jetzt demnächst noch ein paar warme Tage. Und dann habe ich Himbeer gesehen. Ich weiß nicht, ob ich Himbeer schon probiert hatte. Deswegen kam einmal mit. Genau. Krombacher Fassbrause, aber auch Veltins Fassbrause. Hat 0,0% Alkohol. Und von beiden schmecken die Mango-Geschmäcker und Mango-Maracuja. Oder Mango-Pfirsich. Die gelben Versionen schmecken mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. So, und dann hatte Albi Saft im Angebot. Und wer mich schon länger kennt, weiß, dass Albi unser Lieblingssaft ist. Okay, ich habe zwei Stück mitgenommen. Irgendwie dachte ich, ich hätte drei mitgenommen. Nein, habe ich nicht. Ich habe einmal roter Multivitamin mitgenommen. Ich habe das mitgenommen, was noch im Regal stand. An der Kasse war, habe ich dann gesehen, war nochmal ein Aufsteller. Aber da wollte ich jetzt nicht rumwühlen. Deswegen habe ich jetzt die zwei genommen. Und einmal Pfirsich Maracuja. Genau. Fürs Wochenende. So, dann kam ein Sixer-Pack kleines Wasser mit. Weil momentan oft kein Wasser ausverkauft ist. Weil ja in irgendeiner Region da irgendwas mit Wasser war. Und die kaufen das anscheinend irgendwo überall leer. Sogar bei uns. Deswegen kam ein kleines Sixer mit, damit ich für die Schulung dann etwas habe. Was ich mitnehmen kann. Wir haben zwar Flaschen hier. Auch ich habe Flaschen hier, aber sobald man die hinlegt, läuft die aus. Und deswegen nehme ich lieber sowas mit. Und gut ist. Ich muss auch noch mal gucken, ob ich irgendwo kleine Sodastream-Flaschen mitnehme oder finde und die dann kaufe. Ich glaube, bei Kaufland haben sie kleine Sodastream-Flaschen, dass ich dann mir über ein Sodastream die fertig mache und mitnehme. Aber so erstmal die. Genau, die habe ich generell auch gerne mit, wenn ich unterwegs bin länger und Termine habe. Ich habe ja momentan nur Termine, ey. Ich weiß auch nicht warum. Dreimal Milch. Wir haben gar keine Milch mehr hier. Und das war es auch schon. Irgendwie dachte ich, da wäre noch was. Ja. Edeka ist teuer. Ja, jetzt ist wieder eine Fliege. So. Ja. Das war der Food Hall. Ich lade den jetzt direkt hoch. Ich darf kein Thumbnail nur vergessen zu machen, weil man immer komisch aussieht bei den Bildern, die YouTube aussieht. Ja, und ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Wenn ihr das Video natürlich einen Donnerstag seht, wenn nicht, wünsche ich euch auch so einen schönen Donnerstag, einen schönen Tag. Tut mir leid, mein Gehirn ist wirklich Matsch momentan. Ich habe wirklich täglich Termine. Ja. Ich funktioniere quasi momentan nur irgendwie, ja. Auf jeden Fall freue ich mich aufs nächste Video. Ich werde jetzt gleich schon ein Aufgebraucht-Video drehen. Da habt ihr Samstag ein Aufgebraucht-Video, denn der August endet ja. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.